Hallo zusammen, heute nehme ich euch mit durch den Weltvogelpark Walsrode in Deutschland. Viel Spaß! Gefühlt ist dieser Tierpark jedem Deutschen bekannt und meiner Meinung nach auch zu Recht. Die Vielfalt der Vogelarten, die wirklich schönen Hallen und auch die Flugshow, die wir am Ende unseres Besuchs gesehen haben, all das spricht wirklich für sich. Hier oben, das ist ja an. Aber den kriegst du nicht so schön als Foto. Nein. Das ist nur den da oben. Mir war diese lebendige Sehenswürdigkeit in Norddeutschland vor unserem Besuch als Vogelpark Walsrode bekannt. Der Name Weltvogelpark, World Bird Park, ist allerdings nicht übertrieben, da es sich hier tatsächlich um den weltweit größten Vogelpark handelt. Nö, Einstein. Ach, Albert. Ich habe Herbert verstanden. Ja, stimmt. Herbert Einstein, ja, der unbekannte Cousin. Wer weiß. Upsala. Ich war dort zum ersten Mal und zusammen mit meinen Eltern, zwei gemeinsamen Familienfreunden und einem guten Freund, meinem YouTube-Kollegen Alex Flattermann 85. Der Weltvogelpark Walsrode wurde 1962 gegründet und beherbergt 650 verschiedene Vogelarten und bietet über 4000 Vögeln ein Zuhause. Schöne Papageien, Geier, Kolibris, Eulen oder zum Beispiel sehr exotische Arten, hier bekommt man alles geboten. Wir haben sie alle mit Himbeeren gefüttert. Und jetzt geht's. Psst, psst. Hast du gut gemacht, hast du fein frisiert. Ja. In einer Halle gibt es sogar sehr große Schmetterlinge zu sehen, die frei herumfliegen. Wirklich schön anzusehen. Dieser Vogelpark ist tatsächlich etwas für die ganze Familie, für Kinder, für Teenager und auch für Erwachsene. Hier findet jeder etwas Interessantes. Mama, nein, das ist zu spät. Sehr, sehr schöne Halle. Wow. Schuhschnabel, hallo.
Pranzo servito. Dir wächst was auf dem Kopf, wollte ich nur sagen. Ma si, vuoi sopra, sì? Guarda, gira, leva, gira. Lascia il tuo uomo, dai. Wow, scimpi il canale. Hey, weißt du, was du bist? Hm? Du bist so ein richtiger Dickschnabelorganist. Du? Da wurde geschießen. Was bist du, Alex? Das bist du. Nee, du bist. Das hier bist du. So ein Nacktgesicht-Hocko. Aber so ein richtiger. Wasser. Und da ist Wasser, da ist Buddha. Buddha bei die Fische. Ich finde den gut. Das ist aber. Und müssen sie weg. Ja. Ne? Wird sich gezopft. Ja. Ja, okay. Der schwarze Schwan, der schaut zu. Nicht dieser hier unten. Ein Schwan. Drei weiße Schwäne. Drei schwarze Schwäne. Drei schwarze Schwäne. Auf unserem Dach. Hau dich. Was tut es da? Ich? Was tut es da? Ich weiß nicht, was es tut. Leute, blau. Vogels. Rotschnabelhocko. Man erzählt lieber, Vögel trinken nicht. Vögel trinken nicht. Hier oben, vielleicht fangen wir an. Aber den kriegst du nicht so schön als Foto. Nein. Ist nur den da oben. Dann wird es immer gefährlicher für das Tier. Sie merkt die Vibration, der Sekretär kommt immer näher und dann kriegt die Schlange auch irgendwann Panik. Und dann geht es auch langsam aber sicher los. Oh, Backe, ein Sekretär! Und dann versucht die Schlange zu fliehen. Der Sekretär natürlich hinterher. Mit gezielten Tritten probiert er, der Schlange die Lichter auszublasen. Er versucht immer wieder auf den Kopf zu hauen. Putz, hau drauf da! Auf den Kopf, du trittst immer daneben! Mensch, das ist ja kein Wunder, dass ihr kurz vorm Aussterben seid, wollte ich sagen. So, also guck mal, richtig schön auf die Schlange hauen, ne? Richtig schön platt hauen auf die Schlange, nicht auf Michelle. Denkt bitte dran, das Törchen hat 1 Meter. Ihr habt 2,40 Meter Flügelspannweite. Uns hat es dort wirklich super gefallen und vor allem lohnen sich auch mehrere Besuche dort. Da es sehr viel zu entdecken gibt. Eines kann ich euch auf jeden Fall raten: Bringt genügend Zeit mit.
Wir waren circa 5 bis 6 Stunden lang dort und keine Minute war langweilig oder uninteressant. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin euer Vlog Dave, tschüss und bis zum nächsten Mal. Im Drehbuch steht Applaus, das wäre Ihr Einsatz.